Hallo und willkommen bei Nice to Know. Heute zeige ich dir, wie du bei Google Maps einen Shortcut einrichten kannst. Der ist super praktisch und spart Zeit. Denn du musst nur noch auf das Icon vom Shortcut tippen und schon springt die Navigation an. Um einen Google Maps Shortcut einzurichten, gehst du als erstes in die Widget-Ansicht von deinem Handy. Hier suchst du dir den Unterpunkt Maps raus und dann wiederum den Unterpunkt Routenplaner. Das Widget Routenplaner tippst du an, hältst es und legst es auf deinen Startbildschirm. Jetzt öffnet sich automatisch das Fenster Widget erstellen. Ganz oben wählst du dann aus, wie du dich fortbewegst, also mit dem Auto, mit dem Bus, mit der Bahn, mit dem Rad oder zu Fuß. Darunter ist bereits die Schritt-für-Schritt-Navigation aktiviert, das kann dann auch so bleiben. Dann trägst du dein Ziel ein, also zum Beispiel deine Heimatadresse und gibst deinem Ziel einen Namen. Wir nehmen hier mal einfach Zuhause. Jetzt stehen dir noch die Optionen Fähren vermeiden, Autobahnen vermeiden und Mautstraßen vermeiden zur Verfügung, da musst du allerdings nichts eintragen. Zum Schluss ganz unten rechts noch auf Speichern tippen und schon ist dein Shortcut fertig. Jetzt kannst du den Shortcut noch dahin verschieben, wo du ihn haben willst und immer wieder findest. Und ab sofort kannst du mit nur einmal tippen und aktiviertem GPS eben deinen Heimweg finden. Dafür, dass die Funktion wirklich praktisch ist und Shortcut ja auch Abkürzung heißt, ist sie ziemlich gut versteckt. Aber das Einrichten lohnt sich, denn so kannst du immer schnell mal nachschauen, wie lange du nach Hause brauchst und kommst so immer pünktlich zum Abendessen. Bei iOS-Geräten funktioniert das ähnlich. Hier versteckt sich die Shortcut-Option ebenfalls in den Widgets. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal bei Nice to Know.